kann die Heimtheorie wirklich alles erklären? Oder trifft auch sie irgendwo auf ihre Grenzen? Macht Burkhard Heim irgendwo Annahmen, die man zu Recht kritisieren kann? Das möchte ich in diesem Video ehrlich untersuchen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. In diesem Video möchte ich also gewissermaßen an dem intellektuellen Ast sägen, auf den ich mich selber immer setze. Mein Anliegen ist es ja, Burkhard Heims Weltbild zu präsentieren, am Leben zu erhalten, bekannt zu machen und vor allem verständlich rüberzubringen. Das bringt es notwendigerweise mit sich, dass ich es in der Darstellung verabsolutiere zu einem gewissen Grade. Ich kann auch nicht jedes Mal, wenn ich irgendetwas erkläre, jedes Wenn und Aber, das da dranhängen könnte, miterwähnen. Das macht allein das Videoformat dieser 10 bis 15 Minuten unmöglich. Ich weiß, vielen, den meisten von euch gefällt diese kurzen Portionen und einige von euch unterstützen mich dafür auch schon auf Patreon. Dafür möchte ich mich an der Stelle ganz herzlich bedanken. Ich finde die Heimtheorie nach wie vor großartig, aber sie hat auch echte Schwachpunkte. Ich rede hier nicht von der polemischen Kritik, die mitunter aus der Skeptiker-Ecke ertönt ist. Die betreffenden Personen haben sich nie tief genug mit der Heimtheorie befasst, um sie wirklich beurteilen zu können. Ich rede hier wirklich von Grundannahmen und Grundfallstricken, die Heim genauso betreffen wie eigentlich auch den Rest der Physik. Wir hoffen ja, dass wir mit der Heimtheorie der Wahrheit, in Großbuchstaben, ein Stück weit näher kommen. Aber wenn wir nach dem Absoluten greifen, dann müssen wir auch ganz kritisch die dabei verwendete Methode beleuchten und darüber reflektieren. Und Wissenschaft hat ihre Grenzen. Und ich rede hier nicht nur von innerwissenschaftlichen Fragen und Grenzen, wie die Frage, gab es nun einen Urknall oder gab es keinen Urknall. Ich rede von echten Grenzen, die in der Methode begründet sind, wie zum Beispiel die Subjekt-Objekt-Trennung. Ich möchte also 5 solcher großen Fragezeichen in diesem Video beleuchten. Das erste ist Heims Gravitationstheorie. In vergangenen Videos habe ich ja schon mal über diesen Rechenfehler gesprochen, der ihn zu einer falschen Ausbreitungsgeschwindigkeit für die Gravitation führte, was weiter keine Auswirkungen hatte. Darum geht es aber nicht. Er macht hier wirklich in seinen Grundannahmen stecken viele Fragezeichen drin. Er verfolgt ja die Idee, dass Gravitation nicht unendlich anziehend ist, in bis in unendliche Entfernung, sondern es eine Grenzdistanz gibt, ab der sie abstoßend wirkt. Und dadurch erklärt er auch die kosmische Rotverschiebung. Darin war er übrigens, er war nicht der Erste, der diesen Gedanken geäußert hat, er war eher der Letzte. Tatsächlich haben schon einige Forscher Ende des 19. Jahrhunderts diese Frage aufgeworfen und auf einige Widersprüche hingewiesen, sind aber nie zu einem richtig guten Ergebnis gekommen. Heim war eher der Letzte, der diesen Gedanken jemals aufgegriffen hat, dass die Gravitation eben sich nicht in alle Unendlichkeit anziehend wirkt, wie das die newtonschen Gleichungen suggerieren. Heim liefert hier zwar eine wesentlich bessere Erklärung für das Beobachtete als diese hypothetische kosmische Expansion, aber er bleibt auch einige Erklärungen schuldig. So sagt er zum Beispiel, dieser Abstoßungseffekt betrifft nur Licht. Oder stellt es zumindest so dar, als ob es nur Licht beträfe. Er sagt nie, was das für einen Einfluss auf Materie hat und warum das die Materie nicht betrifft. Sonst müssten ja eigentlich auch die Galaxienhaufen auseinanderfliegen demnach. Er gibt auch keine Erklärung darüber, wie sich dieser Effekt von der intergalaktischen Skala mit den Effekten im Nahbereich überlagert, sodass man zu dieser de facto Rotverschiebung auch bei seinen nahen Sternen kommt. Insgesamt ist seine Gravitationstheorie semiphänomenologisch, das heißt, sie geht nicht auf eine tiefere Ursachenforschung zurück. Punkt Nummer 2, Heims Modell der Psyche. Heims Modell der Psyche basiert auf dem Wissensstand oder ich sag mal den Grundmodellen von den 1950er Jahren, also den Grundmodellen von Sigmund Freud und Carl Gustav Jung. Und entsprechend eingeschränkt, sage ich mal, ist sie auch. Und was viel gravierender ist, Heim hat nie den Versuch unternommen, den gesamten Bereich der transpersonalen Zustände dort irgendwie zu integrieren. Also Ken Wilber, Stanislav Grof, ich glaube, er kannte sie nicht oder hat es vielleicht auch nicht ernst genommen, ich weiß es nicht. Aber er hat nie sich darauf eingelassen, diese Zustände zu charakterisieren in seiner Sprache. Das ist ein großer Schwachpunkt, wie ich finde, weil
Mittlerweile sind diese Zustände, kommen sie langsam aus der Ecke des so als pathologisch Betrachteten hinaus, vor allem durch die psychedelische Renaissance, die wir derzeit erleben. Und ich habe auch schon mal versucht, sie mit Heims Modell in Einklang zu bringen, solche Zustände. Wobei ich ehrlich sagen muss, methodisch war das nicht ganz korrekt. Um die richtig zu integrieren, müsste man es von Anfang an neu aufrollen. Und dann hätte man auch neue Aussagen über diese Anzahl der Syntroklinen und das, wo also viele auch noch von euch mal in die Kommentare geschrieben haben, das habe ich nicht verstanden, das sind Fragezeichen, sind alles nämlich berechtigte Fragen. Es ist nicht so vollständig dargestellt von ihm, wie ich mir das auch hätte gewünscht. Man muss also Heims Modell der Psyche folgendermaßen einschränken. Es ist ein Modell der Psyche, das die Psyche in den engen Grenzen unserer Alltagserfahrung beleuchtet. Vielleicht noch des Traumerlebens, aber in diesen engen Grenzen der ganz gewöhnlichen Bewusstseinszustände. Und auf der Grundlage der früheren, also immer noch als Basis der Psychologie geltenden, aber doch recht frühen Modelle von Freud und Jung. Drittens, eng damit verbunden ist die Frage nach Heims Modell des Bewusstseins. Bewusstsein ist in Heims Modell an Strukturtransformationen gekoppelt, die im Transbereich der Welt stattfinden. Daraus leitet er dann ab, dass es eine Transdynamik gibt, die es uns Menschen als bewusste Person erlaubt, weiter zu existieren, als bewusste Person nach dem Tod. Den einfacheren, weniger komplexen Lebensformen, Pflanzen und Tieren spricht er eine persönliche postmortale Existenz ab. Das haben einige von euch auch schon in den Kommentaren kritisiert. Ich finde, das ist auch ein berechtigter Einwand. Aber viel wichtiger, wenn man ganz streng ist, dann muss man eigentlich sagen, Heims Modell ist nur ein weiterer Versuch, Bewusstsein zu objektivieren. Das ist aber eine prinzipielle Unmöglichkeit. Bewusstsein ist die subjektive Grunderfahrung des Daseins, die gar nicht mit der wissenschaftlichen Methode erfasst werden kann, weil die wissenschaftliche Methode das Subjekt von vornherein aus der Betrachtung ausschließt. Das geht auf diesen berühmten galileischen Verzicht zurück, als Galilei sagte, wir kommen in der Naturbetrachtung nicht weiter, wenn wir uns ständig mit der Metaphysik und den inneren Prozessen herumschlagen. Wir reduzieren uns jetzt mal nur auf das, was wir äußerlich mit den Sinnen messen können. Er hat nicht gesagt, dass das Innere deswegen nicht existieren würde. Das wurde dann in den kommenden Jahrhunderten sozusagen vergessen. Aber das ist dieser Verzicht und der macht es unmöglich, Bewusstsein, der klammert das bewusste Ich, das Selbst aus der gesamten Gleichung sozusagen. Heim impliziert in seinem Modell, dass Bewusstsein also eine Folge von Strukturtransformationen ist. Immer wenn ich darüber gesprochen habe, habe ich sehr darauf geachtet, dass ich sage, Bewusstsein korreliert mit diesen Strukturtransformationen, eben weil ich diese Frage offen lassen wollte und weil ich da schon immer ein Fragezeichen hatte. Aber wir haben eine Ursachenimplikation von Bewusstsein und das ist methodisch gesehen, nichts anderes als das, was die Transhumanisten machen, wenn sie sagen, Bewusstsein ist die Folge von Rechenoperationen in einem nicht näher definierten Computer. Das habe ich ja schon mal ausführlich auseinandergenommen, diese Ansicht der Sache. Und diese methodische Kritik wird überdies untermauert von der von zahlreichen Menschen, darunter großen Denkern und Mystikern, auch meiner Wenigkeit und bestimmt auch von vielen von euch, gemachte Erfahrung, dass Bewusstsein der Grundzustand des Daseins ist, der alle Dinge durchdringt und es nichts außerhalb gibt. Damit gibt es übrigens auch keine sogenannte tote Materie, die ja Heim in seiner Physik zugrunde legt. Das könnte man vielleicht als Punkt 3a anführen. Also müssen wir auch beim Bewusstsein einschränken. Heims Modell des Bewusstseins ist ein solches, das Bewusstsein in den engen Grenzen des Alltags, der Alltagserfahrung betrachtet. Es ist grundsätzlich stark zentriert auf die Sinneserfahrung und auf das menschliche Ich. Man könnte sagen, es ist egozentriert, regelrecht. Punkt Nummer 4. Methodischer Geozentrismus. Früher glaubten die Menschen, die Erde sei im Zentrum des Universums und ganz im Zentrum lag dann noch Jerusalem als kleine Feinheit. Das war das ptolemäische Weltbild. Später mit Kopernikus gelangte man nach und nach zu der Auffassung, die Erde ist eigentlich nur ein Provinzdorf in einem unbedeutenden Seitenarm einer Durchschnittsgalaxie. Es gibt berechtigte Kritik an der Metaphysik so eines Weltbildes, zum Beispiel von dem Philosophen Jochen Kirchhoff. Aber ich will auf etwas anderes hinaus, wo auch der Jochen Kirchhoff darauf hinweist.
Obwohl man die Vorstellung, die Erde sei im Zentrum des Universums, aufgegeben hat, denken wir immer noch, machen wir immer noch die Grundannahme, dass die Naturgesetze, so wie wir sie hier vor unserer Haustür beobachten, auf der Erde, dass die überall im Rest des Universums auch gelten. Wir haben streng genommen keinen Grund, das anzunehmen, aber wir tun es einfach. Auf dieser Grundannahme basiert die gesamte Kosmologie. Und zwar sowohl die des Mainstream als auch die von Heim. Er ist da gar nicht besser. Viele Bücher über Kosmologie weisen ehrlicherweise im Vorwort auf diese Grundannahme hin, um sie dann wieder möglichst zu verdrängen, weil sonst könnte man nichts über Kosmologie schreiben natürlich. Und Punkt Nummer 5. Ein Punkt mit Fragezeichen. Ist die Heimtheorie ein versteckter Reduktionismus? Was heißt Reduktionismus? Reduktionismus heißt, dass man versucht, alle Naturphänomene auf eine einfache Ursache zurückzuführen und aus dieser abzuleiten. Die Mainstream-Physik nimmt an, dass die Materie oder die Masse die Ursache aller Dinge ist und leitet daraus alles weitere ab. Deswegen nennt man sie ja auch Materialismus. Es gibt alternative Ansätze, die wesentlich besser sind eigentlich und die auch mehr Phänomene erklären. Zum Beispiel die Gruppe der Ätherwirbeltheorien, die von Konstantin Meil oder von Gabi Müller. Hier wird alles Dasein auf Wirbel um ein Nichts im Grunde oder in einem Äther zurückgeführt. Und wenn man jetzt den Advocatus Diaboli spielt, dann muss man sagen, eigentlich ist das doch dasselbe in Grün. Hier wird alles auch reduziert nur auf Ätherwirbel. Was macht Burkhard Heim jetzt? Bei Burkhard Heim ist, dass die Grundlage aller Existenz sind, oder die physikalische Grundlage sind die Metronen, die kleinsten geometrischen Flächeneinheiten, die nicht unterschritten werden können. Aus diesen Metronen kann er die Elementarteilchentheorie entwickeln. Ich mache hier wieder einen kleinen, aber sehr feinen Unterschied. Ich sage entwickeln und nicht ableiten. Weil hier macht Heim nämlich nicht den Grundfehler des Reduktionismus und sagt, er könne die Elementarteilchen aus den Metronen ableiten. In seinem Werk Syntrometrische Maximenteleszentrik, das er selber als sein wichtigstes betrachtet hat, da trägt er tatsächlich der Tatsache Rechnung, dass nicht alle Phänomene auf ein grundlegenderes Phänomen reduziert werden können. Er formalisiert zwar diese nicht reduzierbaren Eigenschaften, aber er vergisst sie nicht. Das ist der große Unterschied und der entscheidende Unterschied zu allen anderen Theorien. Im Übrigen auch der Unterschied zu der zwölfdimensionalen Droscher-Heim-Theorie. Hier, die ist nämlich an sich auch wesentlich schwächer als die sechsdimensionale, weil sie reduktionistisch ist, in dem Sinne, dass sie einfach alles auf eine größere Anzahl mathematischer Dimensionen reduziert. Mehr ist das nämlich nicht. Mit der Syntrometrie formalisiert Heim also diese nicht reduzierbaren Zusammenhänge in der Welt. Man könnte sogar so weit gehen zu sagen, er versteckt sie hinter der Maske sehr komplizierter Konzepte und auch Wortschöpfungen und führt sie dann im Kleid der sogenannten Inifan-Syntrix durch die Hintertür, schummelt er sie quasi in die Naturwissenschaften wieder hinein, diese nicht reduzierbaren Eigenschaften. Als Fazit möchte ich sagen, jede Naturerkenntnis basiert auf dem Fundament der Intuition. Das Gefühl muss stimmen und erst danach kann das intellektuelle Modell daraus abgeleitet werden. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch. Umnebelt Himmelsglut. Das muss erlebt werden. Das steht auch jedem offen. Und das kann auch mit der Natal-Methode jeder lernen und ist jedem zugänglich. Und letztes Goethe-Zitat für heute: Grau ist alle Theorie, außer sechs Dimensionen in Farbe.